Denn die Frage ist nicht, wie viel Platz haben wir noch, sondern wie viel Platz müssen wir schaffen. Weil diejenigen aufzunehmen, die bei uns ankommen, das ist eine politische, aber auch eine humanitäre Verpflichtung. Und ich finde, jedes Obdach, das wir hier für zum Beispiel Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine schaffen, ist auch eine klare Verurteilung von Putins Krieg. Also unser Ziel ist nicht zu sagen, wir schicken die Leute in die Obdachlosigkeit, damit dann die Bezirke sich darum kümmern und das sind ASUG-Unterkünfte. Unser Ziel ist, dass die Menschen, die hier ankommen, ihnen entweder geholfen wird, in eine andere Stadt zu kommen, wenn sie das wollen, dass sie entweder auch Kontakt herstellen zu Menschen, wo sie privat unterkommen können, oder dass es eben eine Unterkunft durch die Unterkünfte des LAF gibt. Ja, Berlin braucht deutlich mehr Plätze und die zu schaffen ist verdammt harte Arbeit. Unser Agieren findet dabei in einer besonderen Situation statt, weil es ist nicht so, dass wir gerade alle entspannt und mit viel sagen, freien Spitzen da gesessen haben den Sommer über und gesagt haben, wie können wir uns auf den Krisenwinter vorbereiten, sondern wir sind ja ab dem Ende Februar in einem Ausnahmezustand und wussten, dass wir aus dieser dauerhaften Ausnahmesituation einen Ausnahmewinter vorbereiten müssen.